Meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich wissen, habe ich früher Finanzmärkte kommentiert, aber das ist ein relativ hoffnungsloses Unterfangen. Also habe ich mir gedacht, du musst umsatteln. Und was ist so das Zukunftsträchtigste? Wo ist da am meisten Potenzial? Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich verkaufe Hoffnungen, gell? Und ich muss sagen, mein Zielpublikum sind die Finanzmärkte. Und da habe ich verschiedene Hoffnungen im Angebot. Und die gehen besonders montags richtig gut. Also montags gibt es ein wahnsinniges Bedürfnis nach Hoffnungen. Da habe ich im Angebot zum Beispiel Impfstoffhoffnung, derzeit echter Renner. Gell, früher hatten wir Handelskrieg-Hoffnungen, jetzt haben wir Impfstoffhoffnung. Dann habe ich Konjunkturhoffnung, gell, ist auch gut. Also V, ne? V-Erholung, Konjunkturhoffnung. Wir haben Gewinnhoffnung, Aufstufung von Aktien. Gell. Wenn Sie irgendwas von diesen Hoffnungen brauchen, ich kann Ihnen das besorgen. Ich rufe an, ich habe die Connections, gell, und dann gebe ich Ihnen diese Hoffnung, verkaufe Ihnen diese Hoffnung und Sie profitieren davon. Das ist ein super Geschäftsmodell zum gegenseitigen Nutzen und heute hat es wieder sehr, sehr gut funktioniert. Schauen wir uns das Geschäftsmodell oder den Erfolg meines Geschäftsmodells doch mal direkt an in Zahlen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir zunächst einmal die Impfstoffhoffnung und hier sehen wir, dass in der letzten Woche die Hoffnung auf den Impfstoff massiv gestiegen ist bei den sogenannten Superforecastern. Also bei denjenigen, die Prognosen abgeben, gell, und dabei besonders gut sind in der Prognostik, also das, was in Zukunft passiert, in der Gegenwart vorherzusagen, aus der Vergangenheit abgeleitet. Ne? Das sind die Superforecaster und denen habe ich Hoffnung verkauft und jetzt ist die Hoffnung die und die ist massiv angestiegen, sodass jetzt 46% derjenigen, die da befragt werden von den Superforecastern, davon ausgehen, dass jetzt der Impfstoff schon ab 1. Oktober bis spätestens 31. März der Fall ist. Also das ist fast die Hälfte. Und okay, ich kann ja nichts dafür, wenn diese Hoffnung sich nicht erfüllt, gell? Weil haben wir jemals schon einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt? Nicht. Leider nicht, gell? Im Tierreich auch nicht. Da probieren wir schon 50 Jahre, glaube ich. Aber das spielt ja keine Rolle, weil mein Geschäft ist ja die Hoffnung und nicht das gerade stehen für die Naivität der anderen, gell? Also damit habe ich nichts zu tun. Dementsprechend sehen wir also, dass die Impfstoffhoffnung da ist. Und das hat heute Nacht die Märkte wieder ein bisschen nach oben gebracht. Moderna ist so die neueste Hoffnung. Die kriegt auch viel Geld von der Regierung, dass da der Impfstoff kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich null, dass so ein Impfstoff sofort das Problem erledigt, gell? Nach wissenschaftlicher Meinung. Aber das interessiert ja nicht, weil uns interessiert die Hoffnung und das Resultat dieser Hoffnung. Und Hoffnung ist auch in Deutschland sehr, sehr viel. Da können Sie mal sehen, wie erfolgreich ich hier auch am Heimatmarkt bin, zum Beispiel heute IFO-Index. Da haben wir eine Differenz zwischen der aktuellen Lage, die ist eher beschissen bis mäßig, gell, und der Hoffnung, dass es besser wird, die ist überragend. Und zwar so groß ist die Differenz jetzt, wie schon seit dem Jahr 2010 nicht mehr, gell, die Differenz zwischen dem, was der Fall ist und dem, was der Fall sein könnte, hoffentlich vielleicht, gell. Aber das war heute beim IFO, aber der DAX hat sich leider nicht interessiert für den IFO und diese hoffnungsvollen Komponenten. Da muss man ein bisschen nochmal arbeiten, was beim DAX mir auffällt insgesamt, dass die Hoffnung irgendwie nicht mehr zieht. Gell? Also da müssen wir vielleicht eine Schulung machen oder sowas. Gell? Und jetzt schauen wir uns weitere Hoffnungen an, zum Beispiel Aufstufungen im Tech-Sektor. Am Donnerstag kommen ja die Zahlen, die ganz großen Zahlen. Und da wird jetzt nochmal kurz auf Hoffnung gemacht. Wir haben zum Beispiel Wedbush, hat Amazon raufgestuft von 3.050 auf 3.500 Dollar. Klar. Wir haben Chelsea, die haben die raufgestuft von 2.800 auf 3.600 und Wells Fargo von 3.000 auf 3.600. Apple wurde auch aufgestuft. Also heute wieder Aufstufungen aufgrund von Hoffnung, weil es ist ja viel besser, als wir geglaubt haben. Ne? Und deswegen haben wir Hoffnung und das wird sich am Donnerstag dann zeigen. Apropos Donnerstag, da haben wir ja den unglaublichen Tag für Aktien. Da haben wir nämlich eine Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar, die da bewegte werden. Da kommt nämlich jetzt noch Facebook mit dazu. Die wollten eigentlich am Mittwochabend ihre Zahlen berichten. Jetzt muss aber der Mark Zuckerberg vor diesem Kartellausschuss aussagen. Ja? Und da kann er jetzt nicht die Zahlen vorstellen. Analystenkonferenz, das geht nicht. Also hat man gesagt, ja, dann machen wir halt die Zahlen ab Donnerstag. Die sind dann immer noch frisch. Ne? Also die sind ja nicht, die werden ja nicht alt. Gell? Und die Hoffnung ist, dass die natürlich super werden. Da ist jetzt die Situation, dass an diesem Donnerstag das Vierfache des Marktkapitalisierungsvolumens, schönes deutsches Wort, bewegt wird im Vergleich zum DAX, gell? Also es geht um was. Ne? Da ist durchaus was der Fall, habe ich vorhin schon gesagt. Facebook hat es jetzt verschoben. Warum auch nicht? Dann
haben wir alles auf einen Schlag. Die Hoffnung ist gerade in Sachen Sentiment groß bezüglich dieser Tech-Unternehmen beim Nasdaq, während die Insider etwas weniger hoffnungsfroh sind. Also das sind diejenigen, die sich auskennen in dem Unternehmen. Aber gut, die sind ja im Prinzip im Tagesgeschäft, die müssen ja keine Hoffnung verkaufen, sondern Zahlen. Ich verkaufe Hoffnung, gell? Und man sieht an diesen Charts, wie erfolgreich dieses Geschäftsmodell ist. Das zieht, das funktioniert am Montag, ist einfach super. Und insgesamt Hoffnung, Marktsentiment von Citigroup, Hoffnung ist da. Also es ist nicht so, dass da zu wenig gehofft wird, ne? Und schauen wir uns jetzt nochmal an, dass auch die Hoffnung da ist, dass dann die Einigung kommt zwischen den Republikanern in den USA und den Demokraten auf den Stimulus. Jetzt haben die Republikaner gesagt, $600 ist ein bisschen viel für das Arbeitslosengeld jede Woche, was die Amerikaner kriegen, weil da geht keiner mehr arbeiten, machen wir doch $200. Vorher hat man gesagt, ja, 70% des vorherigen Gehalts, aber das ist natürlich dann individuell immer auszurechnen, das ist hoffnungslos. Dementsprechend scheint jetzt das neueste Modell $200 zu sein, aber jetzt sind die letzten Schecks verschickt und die Hoffnung wird also ein bisschen geringer, dass das wunderbar faule Leben so weitergeht, wo man dann schön an den Märkten zocken kann und sogar mehr konsumiert als vorher, als man noch drei Jobs hatte. Wir sehen, dass hier die Amerikaner, wenn sie jetzt denn praktisch nicht die Zuwendungen bekommen würden durch die amerikanische Regierung, dann wäre es mit dem Gehalt jetzt weniger schön. Es ist diese dunkelblaue Linie, also müssen sie hoffen, dass da was passiert. Die Hoffnung ist auch, dass dieser globale Stimulus weitergeht, aber wir sehen, dass in den entwickelten Ländern, also in den Hauptregionen USA, Währungsraum Dollar, also Eurozone etc., dass da der Liquiditätszuwachs doch ein bisschen am Stocken ist und das muss sich schnell ändern, sonst wird die ganze Geschichte hoffnungslos. Google verliert so ein bisschen die Hoffnung in Sachen Impfstoff übrigens. Da will man jetzt mindestens bis Sommer 2021 die Angestellten zu Hause lassen, die nicht unbedingt ins Office kommen müssen. Und hier hat sich Trumps Sicherheitsberater Robert O'Brien hat das Coronavirus, aber die Hoffnung ist, dass Trump sich nicht infiziert hat, weil der O'Brien war ja nicht im Weißen Haus. Seit zwei Wochen fragt man sich ja, wo war denn der eigentlich, gell? Als Berater muss er eigentlich, aber wahrscheinlich telefonisch, E-Mail Kontakt mit Trump und da kannst du ja kein Coronavirus bekommen. Was haben wir noch? Die Hoffnung ist, dass hier dieser Verlauf anders ist als 1929. Wir haben eine gewisse Chartparallele zwischen 2009 und 1929. 2009 ging es dann schön nach oben. 1929 ging es dann konstant spiegelverkehrt nach oben, also nach unten. Dementsprechend ist die Hoffnung, dass dies diesmal anders ist. Und wir haben die Hoffnung derzeit auch im Euro. Alle Welt ist hoffnungsvoll für den Euro. Die haben sich geeinigt, gell, auf ein Rettungspaket, auf einen Wiederaufbaufonds. Das klingt so nach Zweiter Weltkrieg, müssen wir wieder aufbauen danach. Und jetzt ist der Euro ja nach oben geschossen, wie Sie wissen. Und möglicherweise ist es so, dass da sogar verspätet, also nicht jetzt sofort, aber später mehr kommt. Wenn man sich mal anschaut, die Inflationsdifferenz, der Kerninflation zwischen dem Euroraum und dem Dollarraum, also das könnte dann eine Perspektive sein. Aber schauen wir uns mal die Charts an, gucken wir uns mal an, wie hoffnungsvoll die Charts derzeit sind. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, ja. Hier sehen wir, dass der DAX bei 12.855 ist. Ein bisschen fad, der DAX, ne? Er bewegt sich kaum, also er ist träge, er ist im Sommerloch. Schauen wir uns mal den Markt Nasdaq an, der ist ein bisschen kräftiger heute, der beste Index heute, weil eben die Hoffnung ist, dass dann am Donnerstag die Zahlen und so, das haben Sie ja schon alles gehört, brauche ich nicht weiter ausführen, aber wir haben Hoffnung im Euro-Dollar. Schauen wir uns an, wo der ist, 1,1749, wir waren aber schon im Bereich 1,1780 heute, also Hoffnung auf die Erholung der Eurozone. Wir haben die Hoffnung auf weiteren Goldanstieg. Aktuell 1934, bisschen nach unten, aber nicht viel nach der Rallye heute Nacht und die Monster Rallye bei Silber bei $24,27. Und verstehen Sie mich nicht falsch, heute Morgen haben mir viele gesagt, ja, was soll man denn machen, wenn jetzt die Notenbanken Geld drucken? Ich habe nichts gegen Silber, es ist nur so, dass Fahnenstangencharts meistens sehr viel Hoffnung enthalten und irgendwann diese Hoffnung in sich zusammenfällt, zumindest teilweise, also zumindest temporär dann, gell? Also, das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren, an einem Sommerlochtag, Montag, wo die Menschheit einfach Bedürfnis nach Hoffnung hat. Und ich bin da, um diese Hoffnung
Ihnen zu verkaufen und bin dankbar, dass Sie mir die abkaufen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.